Wir machen jetzt die Mischung mit dem Hydrocider aus mit Bachwasser. Es wird Heublumen-Saatgut gestreut. Zellulose kommt noch mit dazu als Mulchmaterial und ein bisschen Dünger, der zur Stadtbegrünung dient. Ja, wir schauen weiter. Reingefahren kommt hier ein Unimog 5023, das große Fahrzeug aus der hochgeländegängigen Baureihe. Und aufgebaut hier ebenfalls ein Tanksystem, ein ganz besonderes. Es nennt sich Hydrocider von der Firma Finn. Es ist ein Tank, in dem sich eine Mischung befindet aus Grassamen, aus Wasser und aus Strohmulch, also eine regelrechte Schlempe, die auch ständig bewegt wird durch ein Rührwerk. Mit diesem System lassen sich mit dem Monitor oben hinten auf dem Fahrzeug, wo der Fahrer, der Helfer jetzt den Monitor schwenkt, lassen sich dieses Gemisch über 45 Meter weit verteilen, um so zum Beispiel neu angelegte Böschungen, Grabensysteme zu begrünen. Es nennt sich auch Anspritzbegrünung. Ja? Und mit so einem System kommt man natürlich in Ecken und in Regionen, wo man mit anderen Fahrzeugen gar nicht hinkommt. Deswegen auch hochgeländegängiger Unimog. Hier kann man eben zum Beispiel auch, genutzt wird es in Tagebaubetrieben, die rekultiviert werden, kann man große Flächen mit hoher Leistung anspritzbegrünen, rekultivieren, um so wieder Wachstum zu schaffen. Denn was will man vermeiden? Korrosion durch Regen und Wasser. Ja, das verhindert die Pflanze, die dann wächst, hält mit ihren Wurzeln das Bodenreich fest. Ideal der Unimog, hochgeländegängig, Portalachse, Reifendruckregelanlage, große Traktionsreifen, verwindungsfähiges System, extrem stabil. Das ist der Unimog in seinem, ich sag mal, natürlichen Einsatzgebiet.